Nur einen Monat nach der Präsentation des sagenumwobenen iPhones von Steve Jobs in San Francisco konnte die Konkurrenz auf dem 3GSM World Congress mit ihren eigenen Kreationen. LG konnte das Modelabel Prada für sich gewinnen und beweist, dass Apple nicht der einzige Hersteller ist, der interessante Telefone bauen kann. Ganz im Gegenteil. Das Prada-Phone überzeugt mit einem sehr hochaufgelösten Display, vollständiger Touchscreen-Bedienung und als Hauptfeature eine verschiebbare Uhr auf dem Main-Display. Die ist zwar weniger funktional, aber dafür sehr praktisch, denn man kann den Wecker direkt aus dem Hauptmenü heraus anzeigen lassen. Die Bedienung erfolgt vollständig intuitiv, wirkliche Regeln gibt es nicht. Wie man hier sehr schön sehen kann, wird zum Beispiel die Tageszeit, an der man sich wecken lassen will, ganz einfach per virtueller Wipptaste eingestellt. Natürlich gehört zu den Hauptfunktionen eines Telefons das Telefonieren und auch der entsprechende W-Client erschließt sich völlig intuitiv aus dem Hauptmenü. Kleine Animationen und optische Unterstützungselemente unterstreichen den hohen Anspruch, den Prada an dieses Telefon stellt. Ähnlich intuitiv wandert man durch die restlichen Menüs, beispielsweise ins Einstellungsmenü. Hier findet man einen Punkt, unter dem man sich anschauen kann, wie viel Speicher noch auf dem Gerät zur Verfügung steht. Ab Werk sind das kaum mehr als 10 MB, via MicroSD lassen sich in gewohnter Weise fast beliebig viele Megabytes nachstecken. Momentan sind Speicherkarten mit bis zu 2 GB Kapazität am Markt erhältlich. Darüber hinaus behält das LG Prada bis zu 1000 Kontakte und entsprechend viele Termineinträge. Im Vordergrund stehen nicht etwa Webbrowsing oder Connectivity-Funktionen, sondern natürlich die Telefonie und die Texteingabe für eines der beliebtesten Hobbys der meisten Deutschen, das SMS-Schreiben. Hierfür sieht LG in gewohnter Weise ein Single-Tab und ein Multitab-Modus vor, bei dem man sich über T9 helfen lassen kann. Entsprechende Bedienelemente sind bereits im Textfenster sichtbar. Die Eingabe gestaltet sich weder schwieriger noch leichter als auf herkömmlichen Mobiltelefonen. Eine handschriftliche Erkennung hat LG seinem Prada-Phone allerdings nicht mit auf den Weg gegeben. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wann das erste große A durchs Publikum raunte, als Steve Jobs ein iPhone vorstellte. Das war die Stelle, an der er die Kontaktliste aufgerufen hat. Auch LGs Prada-Phone verfügt über ein ähnliches Verfahren, um durch seine Kontakte zu scrollen. Man drückt einfach an eine beliebige Stelle des Displays und zieht den Finger nach unten oder nach oben. Und schon scrollen die Kontakte rauf und runter. Einfacher geht's wirklich nicht. LG lässt die Kunden darüber hinaus nicht ganz alleine, wenn es um Multimedia-Funktionen geht. Eine 2-Megapixel-Kamera mit Autofokus und Schneider-Kreuznach-Objektiv sorgt dafür, dass Fotos in höchster Brillanz und mit äußerst klaren Farben aufgenommen werden. Eine intuitiv zu erschließende Galeriefunktion lässt den Nutzer durch seine Fotos blättern. Genug der Euphorie. Irgendwelche Nachteile muss ein Prada-Phone gegenüber dem iPhone ja haben, wenn dieses die Revolution des Mobilfunkmarktes herbeisehnt. Die liegt beispielsweise beim MP3-Player. Der ist natürlich bei weitem nicht so komfortabel wie der neu vorgestellte iPod-ähnliche MP3-Player mit Coverflow-Funktionalität beim iPhone. Nichtsdestotrotz sollten sich auf dem LG auch ohne weiteres alle möglichen Arten von digitaler Musik wiedergeben lassen. Nur ein Radio spendiert Prada seinem Telefon nicht. Ähnlich intuitiv wie alle anderen Funktionen lässt sich auch der Kalender erschließen. PIM-Funktionen stehen zwar nie mit höchster Priorität auf LGs To-Do-Liste, doch diese integrierte Funktionalität zeigt, dass es Prada ziemlich ernst mit Geschäftskunden ist. Das sieht nicht nur witzig aus, das ist auch relativ funktional, denn das Prada-Handy kennt alle gängigen Einträge, die man in einer Kalender-Applikation vornehmen sollte. Wie es um die Synchronisationsfunktion bestellt ist, war am Stand von LG bzw. T-Mobile leider noch nicht zu erfahren.